Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns den waagerechten Wurf an. Wir haben uns schon den senkrechten und den schrägen Wurf angeschaut. Die Videos verlinke ich euch in der Infobox. Und heute wollen wir uns die Bewegungsgleichungen für den waagerechten Wurf herleiten, also x von t und y von t ausrechnen. Außerdem werden wir uns die Wurfdauer, die Wurfweite und die Wurfparabel y von x herleiten. Viel Spaß dabei! Wie sieht denn so ein waagerechter Wurf überhaupt aus? Also wir haben zum Beispiel einen Ball, der waagerecht mit einer Anfangsgeschwindigkeit v0 abgeworfen wird und dann so einen parabelförmigen Verlauf haben wird, bis er auf dem Boden ankommt. Ja, hier können wir ein Koordinatensystem reinlegen, die x-Achse und die y-Achse. Und was wir suchen, sind die Bewegungsgleichungen, also den Verlauf von x von t und von y von t. Was müssen wir dazu wissen? Als erstes müssen wir wissen, dass der Weg in Abhängigkeit der Zeit allgemein das Integral ist der Geschwindigkeit der Zeit über die Zeit. Also im Allgemeinen ist s von t Integral v von t dt. Und für die Geschwindigkeit wissen wir, dass das das Integral der Beschleunigung ist. Ja, und damit können wir unsere Bewegungsgleichungen aufstellen. Machen wir das doch mal als erstes für die x-Richtung. Was haben wir für eine Beschleunigung in x-Richtung? Gar keine, denn wir haben nur die konstante Anfangsgeschwindigkeit v0. Also ax ist 0. Daraus folgt, vx von t ist ja das Integral. Das heißt also, das ist nur v0 in x-Komponente. Ja, v0 in die x-Richtung, das ist beim waagerechten Wurf genau das gesamte v0, das eben nur in die Horizontale geht, also das ist v0. Ja, und da können wir dann auch schon den Weg in x-Richtung, also x von t ausrechnen. Wir integrieren also v0, das heißt also, wir haben v0 mal t und dann noch plus unseren Integrationsfaktor x0. Wenn wir x0 hier in den Koordinatenursprung setzen, dann ist x0 gleich 0. Das heißt, den zweiten Summand können wir uns sparen. Ja, und schon haben wir die Bewegungsgleichung in die x-Richtung. Schauen wir uns das an, wie das für die horizontale Richtung aussieht. Was haben wir für eine Beschleunigung in y-Richtung? Na, da haben wir die Fallbeschleunigung, also minus g. Wir haben die y-Achse nach oben gerichtet, die Fallbeschleunigung wirkt dem entgegen, also minus g. Wir können also die Geschwindigkeit in y berechnen, das ist das Integral. Also minus g mal t plus v0y, also Anfangsgeschwindigkeit in y-Richtung. Wir sehen hier beim waagerechten Wurf, unser v0 geht wirklich nur in die x-Richtung. Das heißt, unser v0y ist 0. Das heißt, der Summand verschwindet auch, sodass wir die für die Geschwindigkeit in y-Richtung haben. Y von t ist minus g mal t. Und dann können wir auch schon die Bewegungsgleichung in y ausrechnen, indem wir noch einmal integrieren. Das heißt, wir haben hier minus g halbe mal t Quadrat plus unser y0. y0 ist dann praktisch hier unsere Starthöhe. Ne? Prima, haben wir schon die Bewegungsgleichungen ausgerechnet. Jetzt kommt die Frage, wie lange braucht dann unser Ball oder unser Körper, bis er den Bodenpunkt erreicht? Also wie groß ist seine Fallzeit, seine Wurfzeit? Die nennen wir einfach mal T-Max, denn das ist ja praktisch die maximale Zeit, bis der Ball den Boden erlangt, bis dann praktisch nur noch eine Rollbewegung oder der Ruhezustand erreicht wird. Okay, was passiert bei T-Max? Das können wir uns vorstellen, beziehungsweise können wir auch schon beim Diagramm abschauen. Das ist ja genau, wenn der Ball hier aufkommt. Das heißt, dort ist unser y 0. Ja, wir haben hier y und y ist 0. Das heißt, dort gilt y von t max ist gleich 0.
Naja, das heißt, wir nehmen hier unsere Bewegungsgleichung für y, setzen sie 0 und stellen nach t um. Also steht dann da, 0 ist gleich minus g halbe mal t Quadrat, t max in dem Falle, plus y 0. Und das stellen wir nach t um. Wir bringen also den ersten Summand auf die andere Seite, dann steht da g halbe mal t max zum Quadrat ist gleich y 0. Wir rechnen dann mal 2 und durch g und daraus ziehen wir die Wurzel, sodass dann da steht t max ist gleich 2 mal y 0 durch g und daraus die Wurzel. Und das ist unsere Wurfzeit. Was dann auch noch gefragt werden kann, ist, wie weit fliegt denn der Ball? Also was ist praktisch unsere Wurfweite x max? Das können wir auch noch bestimmen. Ja, wie bekommen wir x max heraus? Naja, wir können uns überlegen, das ist ja genau die x-Komponente, wenn die Wurfzeit erreicht wurde. Das heißt also, x max ist genau x von t max. Das heißt, unser errechnetes T-Max, unsere Wurfzeit, setzen wir jetzt einfach in die Bewegungsgleichung für x ein und schauen, was rauskommt. Das ist ja genau einfach nur V0 mal unser T-Max, also mal Wurzel aus 2 mal Starthöhe durch Fallbeschleunigung. Ja. Wer das noch ein bisschen eleganter geschrieben haben möchte, der kann anstelle, dass V0 vor der Wurzel steht, auch schreiben, x max ist gleich die Wurzel aus 2 mal y0 mal V0 Quadrat durch g. Genau. Das Letzte, was wir uns noch anschauen können, ist die Wurfparabel. Praktisch, wie sieht der Verlauf aus y von x? Da mache ich uns hier kurz Platz. Also wir suchen jetzt die Wurfparabel y von x. Wie bekommen wir das heraus? Also wir haben schon x von t und y von t ausgerechnet. Und wenn wir jetzt y von x haben möchten, dann setzen wir unser x von t nach t um und stellen das in y von t ein, sodass wir dann y von x erhalten. Also x von t nach t umgestellt, das ist dann t ist gleich x durch von 0. Und das setzen wir jetzt, dieses t setzen wir jetzt hier ein, sodass dann da steht letztendlich y von x ist gleich minus g halbe mal t Quadrat. Für t nehmen wir jetzt also x durch von 0 und dann zum Quadrat plus y 0. Und schon haben wir unsere Wurfparabel erhalten. Wir sehen hier, dass wir einen parabelförmigen Verlauf haben, denn unser x ist hier in der zweiten Potenz. Wir sehen, dass die Parabel nach unten geöffnet ist, aufgrund des Minuszeichens. Und wir sehen den Schnittpunkt mit der y-Achse. Das ist nämlich genau y 0. Das bekommen wir auch heraus, wenn wir x gleich 0 einsetzen. Wunderbar. Und damit haben wir heute die Bewegungsgleichung für den waagerechten Wurf uns hergeleitet. Wir haben uns die Wurfzeit und auch die Wurfweite angeschaut, sowie die Wurfparabel. Ich hoffe, es war gut verständlich. Viel Spaß beim Nachrechnen und bis zum nächsten Mal.